Hallöle zusammen, da bin ich mal wieder, euer Snake Oil Audio, und ich hatte es ja schon angedroht, ich werde einige prominente Hi-Fi-Menschen hier interviewen, und ich glaube, einige hopsen schon aus dem Koffer, als sie die Überschrift gesehen haben. Ich habe den One and Only Holger Baske hier bei mir. Hallo Holger, schön, dass du da bist. Abend, schön, dass ich da sein darf. Du bist ja wirklich so deutsche Hi-Fi-Prominenz, muss man ja sagen. Und das, obwohl du gar kein Hersteller bist. Ne? Es ist schon echt so Hersteller, so Mark Levinson und Dieter Burmeister. Und das sind so Namen, die kennt man. Und jetzt stellst du gar nichts her und man kennt dich trotzdem. Das ist schon irre. Sag mal bitte ein paar Worte über dich. Wie ist so dein Werdegang? Was sind so deine Karrieremeilensteine? Warum muss man dich kennen? Boah, ich würde sagen, los ging's im Werkunterricht in der Grundschule, in der spätestens der dritten Klasse. Da war eigentlich klar, dass ich irgendwann mal Ingenieur werden muss. Und der nächste Schritt, der entscheidende, dürfte gewesen sein, die Anlage zur Konfirmation, wie bei vielen anderen auch. Im Zuge deren habe ich dann gleich mal angefangen, im ortsansässigen Rundfunk, Fernsehfachhandel, als es sowas noch gab, neben der Schule erstmal Zettel hinter Scheibenwischer zu stecken und dann irgendwann in der Werkstatt Videorekorder sauber zu machen und zu reparieren. Dann ergab sich so eins zum anderen. Irgendwann Okay, gab du es bist halt. also so ein richtiger Überzeugungstäter. Du hast wirklich so ganz früh angefangen. Ich war als Kind schon scheiße, das stimmt ja. So wollte ich das nicht sagen, aber okay. Nee, ist aber schon richtig. Also mich begleitet die Thematik schon durch mein ganzes Leben. Und ich habe sicherlich mit, ach, keine Ahnung, 12, 13 angefangen, sagen wir mal, bewusst Musik zu hören. Okay. Das ist wirklich sehr, also bei mir kam sozusagen, also Musik gehört habe ich natürlich auch mit 13, ich glaube, das hat jeder, aber dass ich angefangen habe, mich mit Hi-Fi wirklich zu beschäftigen, da war ich dann, ich sag mal, 20 oder so. Also das, und ich hätte nicht dran gedacht, als Jugendlicher an Hi-Fi-Geräten rumzureparieren. Da war ich dann doch eher auf der Mofa-Seite, so Kreidler Flori und so, für die Älteren unter uns. Okay, zweiter Kontakt hatte ich relativ wenig, das stimmt. Ich war immer mehr auf der Stromseite, das war. Und dann von sozusagen deinen ersten Selbstbaugeschichten, wann war klar, das wird mein Beruf? Das war eigentlich nie klar. Also, ich war eigentlich immer, ich bin im Geiste Ingenieur. Jetzt bin ich aber zu einer Zeit habe ich auch meine Ingenieursausbildung durchlaufen, als keine Sau auf der Welt irgendwie Ingenieure brauchte. Und was dann halt irgendwann spät passiert ist, dass ich Quereinsteiger in diesen Unterhaltungselektronikjournalismus geworden bin, war eigentlich nie gedacht. Ich habe jetzt auch nie so ganz fürchterlich mich für Schreiben und für den Journalismus interessiert. Ich habe aber festgestellt, dass mir das leicht fällt. Und zu Klang und Ton bin ich eigentlich, weil das war der berufliche Einstieg in den Selbstbau, bin ich eigentlich mehr oder weniger durch Zufall gekommen, weil es, naja, machen wir uns nichts vor, es musste irgendjemand machen. Und ich habe gesagt, ja. Das musste irgendjemand machen und du hast dich zur Verfügung gestellt. Wie alt warst du da? Anfang 40. Okay, das ist okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil du sozusagen als Jugendlicher einsteigst und sagst, da habe ich schon angefangen rumzubasteln, aber dann doch sozusagen bis das sozusagen in die berufliche Richtung geht, hat ist dann doch eine Menge Zeit dazwischen. Alles klar. Naja, also beruflich ist immer so ein relatives Thema. Also ich habe schon eine Menge Sachen gemacht während meines ziemlich langen Studiums. Ich habe eigentlich in jeder Ecke vom Hi-Fi gearbeitet, in der man so arbeiten kann. Vom Vertrieb über einen Import, hinter der Ladentheke, Werkstatt. Ich habe auch, muss ich gestehen, mal eine Zeit lang meine eigenen Geräte gebaut. Ah. So auf kleiner Flamme, aber begleitet hat es mich immer. Nee, auf kleiner Flamme, ich sag mal so,
Ich glaube, deutsches Hi-Fi, da ist alles auf kleiner Flamme, oder? Auf großer Flamme gibt es, glaube ich, in Deutschland auch nicht. Also ja, gut, Torrents natürlich, ne? Oder ja, Burmeister halt, ne? Okay, aber ich glaube, das meiste ist ja hier in Deutschland auch eher so Bastelgeschichte. Ja, mit Basteln trittst du natürlich ganz vielen Leuten böse auf die Zehen. Nennen wir es, es hat Manufakturcharakter. Das ist richtig, ja. Ja, aber Manufaktur ist, heißt ja Basteln, das ist ja nur der Werbebegriff für Basteln. Ich finde Basteln auch überhaupt nicht negativ. Also das, ne, aber ich würde jemanden, der halt 10 Geräte im Jahr baut, den würde ich jetzt, ja, das ist für mich ein Bastler, also schlicht und ergreifend. Und da gibt es ja in Deutschland schon ein paar, die auch gute Sachen bauen. Also wie willst du ein Klimo anders bezeichnen als ein Bastler? Der sagt ja nicht, seine Geräte sind schlecht, in keinster Weise, aber ne, ich meine, der hockt da in seinem Keller und fuckelt da von der Hand seine Röhren zusammen. Das ist für mich klassisch Bastler, also. Ja, gut. Mein, ja, Und von mir aus okay. nennen wir es Manufaktur, also. Habe ich kein Problem mit. Also es, aber ich mein, in der Sache hast du natürlich recht. Das sind natürlich Klein- und Kleinsthersteller, das stimmt schon. Also ich sag mal, wirklich herstellen, da ist für mich was wie, na keine Ahnung, also Sony oder so, ne, das ist für mich wirklich Herstellung sozusagen am Stück. Und so, und ich sag mal, auch ein Burmeister, der ist ja schon größer, ist für mich im Grunde genommen auch noch ein Bastler, weil da gehen ja nicht hunderte von Geräten bei dem raus. Weißt du, was ich meine? Also das ist so. Also ich denke, einer der größten deutschen Hersteller, da würde ich tatsächlich sagen, ist Torrents wahrscheinlich, ne? Von der reinen Anzahl der Geräte, die so durchschieben. Einfach auch, weil die eine breite Spanne abdecken, von irgendwelchen 400-Euro-Geräten dann bis, ne, 10.000 oder so hoch. Aber die haben halt auch diesen Bereich von sozusagen kleines Hi-Fi, Einsteiger-Hi-Fi, massenmarktkompatibles Hi-Fi. Das haben die meisten Hersteller ja gar nicht. Wer jetzt anfängt, Geräte zu bauen, die, keine Ahnung, bei 5.000 € losgehen, das ist dann, das ist keine Massenherstellung mehr. Das ist es niemals. Ne? Das, also finde ich, das. Ja, okay, kann man so sehen. Wobei Torrens natürlich jetzt auch schon wieder ein Spezialfall ist, aber ja, Klar, ja. das vielleicht auch ein Thema für eine andere Veranstaltung. Ja. Okay, und dann Klang und Ton, komm, steigen wir da wieder ein. Du warst Journalist bei Klang und Ton. Was ich halt bei der Klang und Ton spannend finde, das habe ich damals in meiner aktiven Hi-Fi-Zeit gar nicht so richtig geschnallt. Ich hatte im Kopf so, Klang und Ton ist im Prinzip eine weitere Hi-Fi-Zeitschrift, die halt irgendwelche Geräte testet. Das tut die Klang und Ton ja auch. Aber was ich damals überhaupt nicht so wirklich wahrgenommen habe, ist, dass die Klang und Ton auch wirklich Geräte ja entwickelt. Weil du hast ja durchaus, gerade in dem Rahmen von Klang und Ton, sehr viele Lautsprecher entwickelt, die auch relativ bekannt sind. Ja, also der Kern der Klang und Ton ist völlig richtig. Das sind die Projekte, die im Rahmen des Heftes selber entstehen. Normalerweise war es mal so angedacht, dass Bausatztests von anderen Entwicklern eigentlich nur Rahmenprogramm waren. Das verschiebt sich immer mal so ein bisschen in die eine und ein bisschen in die andere Richtung. Aber das Rückgrat der Klang und Ton ist traditionell tatsächlich die selbstentwickelten Projekte, das ist völlig richtig. Okay. Aber das ist doch für einen Journalisten, stelle ich mir vor, eine ganz andere Herausforderung. Also ich sage mal, wenn ich jetzt ein Gerät teste, einen Karton aufzumachen, das Gerät hinzustellen, zu sagen, ja, nee, Daumen hoch, Daumen runter, gefällt mir aber nicht so gut oder yippie-yay, ist ganz toll, ist ja vom Schwierigkeitsgrad auf einem völlig anderen Niveau als ständig Lautsprecher zu entwickeln, das auch, ich sag mal, in einem, ist gar nicht negativ gemeint, in einem gewissen Akkord, denn das nächste Heft erscheint gewiss, da muss es dann auch wieder was Neues geben, also man hat sozusagen immer einen Zeitdruck und gleichzeitig entblößt man sich ja auch ein Stück weit vor den Zuschauern oder vor den Lesern und zeigt, guck mal, das kann ich, das ist mein Statement zum Thema, das ist ja, empfinde ich so als viel, viel schwieriger, als sozusagen einfach nur in Anführungsstrichen zu sagen, finde ich das Gerät gut oder nicht. Tatsache ist, dass
das Zeitargument das größte Problem eines solchen Selbstbaumagazins ist, weil völlig richtig, also die Klang und Ton erscheint im Zweimonatsrhythmus und alle 2 Monate eine gewisse Anzahl von Lautsprechern, selbstentwickelte Lautsprecher, fertig zu kriegen, also wirklich fertig zu kriegen, ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Das steht völlig außer Frage. Ja. Aber ist es nicht so, also ich erlebe es ja jetzt schon, mein YouTube-Kanal ist ja im Moment noch ein relativ zartes Pflänzchen, aber ich erlebe ja jetzt schon, wie viele Leute da irgendwelche Troll-Kommentare und so weiter drunter schreiben. Und ist man nicht gerade als Entwickler, der sich dann sozusagen immer der Öffentlichkeit präsentiert, setzt man sich dem nicht auch richtig massiv aus? Also ich kann mir vorstellen, egal was man da gerade baut, da wird es immer eine Reihe Leute geben, die einen dann trollen. Egal, ob das gut oder schlecht ist, einfach aus Prinzip. Also macht man sich als jemand, der eigene Schaltungen, der eigene Konstruktion und so weiter veröffentlicht, nicht viel angreifbarer? Total, klar. Und es gibt immer jemanden, der es besser weiß. Und also die große Zeit des Lautsprecher-Selbstbaus ist eine gewesen, wo sich die Reaktionen auf die Projekte im Wesentlichen im Netz, in Foren abgespielt haben. Wir haben nicht so dieses klassische Social-Media-Phänomen, wo die Kommentare direkt an der Ursache der ganzen Angelegenheit dranhängen hast, sondern die verteilen sich halt so ein bisschen übers Internet. Wenn man da dranbleiben will und wenn man auf alles reagieren will, ich kann es nicht empfehlen. Ich habe auch irgendwann damit aufgehört. Also ich frequentiere so hi-fi-affine Foren fast gar nicht mehr, weil das geht nicht. Das steht das Nervenkostüm nicht durch auf die Dauer. Okay. Ja, wie gesagt, kann ich mir vorstellen. Weil es ist ja ein Stück weit sich entblößen, wenn du da selber sozusagen deine Produkte vorstellst und dann die Leute auch absolut ins Detail gucken lässt. Ne? Auch das ist ja eine Geschichte, die ja normaler Hersteller von Hi-Fi-Geräten so nicht macht, weil der veröffentlicht ja in der Regel nicht den Schaltplan dazu. Der sagt ja nicht, die und die Chassis habe ich benutzt und so misst sich das, sondern der sagt einfach nur, hier, guck mal, ich habe hier eine viereckige Kiste, da ist ein toller Hochglanz drauf, kannst kaufen oder kannst nicht kaufen. Und da gehst du ja viel mehr ins Detail und lässt ja die Hosen runter und sagst, hier, so muss man es machen und zwar aus dem und dem Grund. Ja, da ist ja so im audiophilen Bereich schon so ein bisschen die Seele frei geben, sozusagen für alle sichtbar. Ne? Ja, prinzipiell ist das richtig. Ich meine, jeder, der Lautsprecher baut und nennen wir es mal entwickelt, hat natürlich seine eigenen Präferenzen und seine eigenen Handschriften und seine eigene Art und Weise, Dinge zu tun. Jetzt bei der Klang und Ton kommt noch hinzu, dass es in den allermeisten Fällen sind Klang und Tonlautsprecher sowieso immer ein Teamwork. Also die macht relativ selten einer alleine. Und sagen wir mal, damit verteilt man die Verantwortung so ein bisschen auf mehrere Schultern, das hilft ein bisschen. Aber der Trick an der ganzen Angelegenheit ist, ich denke, das lernt man irgendwann, es gibt auch bei Lautsprechern, in erster Linie bei Lautsprechern, aber es gibt einfach keine Wahrheit im Hi-Fi, sondern es gibt nur eine bestimmte Art und Weise, Dinge zu tun, das ist eine Art und Weise, die man mag oder nicht mag, aber mit gut oder schlecht, richtig oder falsch, muss man sehr vorsichtig sein. Ja, ja. Das ist auch was, was ich versuche in möglichst vielen Videos immer wieder klarzustellen. Es gibt den persönlichen Geschmack, aber der persönliche Geschmack, man sollte das nicht mit Qualität besser oder schlechter. Es gibt Lautsprecherprodukte, die mag ich überhaupt nicht, aber da ziehe ich trotzdem meinen Hut und sage, das ist ein fantastischer Lautsprecher und ich nehme immer als Beispiel Quad ESL. Na, damit kann ich keine Musik hören, da drehe ich durch. Aber das ist ein Meilenstein der Lautsprechergeschichte und aus gutem Grund ist er das. Da bin ich auch absolut bei dir. Es gibt so viele Arten und Weisen, gerade Schall abzustrahlen. Man kann nicht alles gleich großartig finden. Und je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr wird man irgendwann in irgendeiner Ecke dieses Kosmos landen und sagen, jo, hier bin ich zu Hause, so will ich das. Und ich kann andere Arten, diese Probleme zu lösen, akzeptieren, aber muss ich mich jetzt nicht ständig mit umgeben. Geht mir genauso. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn ich deine, komm, ich mache jetzt mal den nächsten
Schritt und zwar zu deiner Webseite. Ich komme nicht drum rum, ich muss erstmal über deine Webseite sprechen. Ich würde sagen, das ist so der, was den Bekanntheitsgrad angeht, was deinen Bekanntheitsgrad angeht, war das so der nächste große Ding. Du hast eine eigene Webseite, holgerbarske.com, und erzähl mal was über die Seite und was dich da getrieben hat, da dahin zu kommen. Also tatsächlich ist das eine Geschichte, die mache ich schon sehr lange. Das ging schon Ende des letzten Jahrtausends los, als das Internet gerade anfing, irgendwie in den Ding zu werden. Ich habe immer nach einem Ventil für Dinge gesucht, die ich so in meinem beruflichen Umfeld nicht irgendwie journalistisch unterbringen kann. Und als so die Zeit halt zeigte, dass das auf die Art und Weise geht, habe ich halt irgendwann damit angefangen und nie wieder damit aufgehört. Und ich fühle mich da nach wie vor ganz wohl mit, auch wenn ich im Moment wenig mache. Das ist auch immer so eine Zeitfrage. Aber ich kann halt bestimmte Sachen kann ich nur da machen. Die kriege ich nicht in irgendeinem Heft unter. Was ich extrem schade finde, weil ich finde, deine Webseite ist so derartig der Oberhammer. Also für die Leute, die die Webseite nicht kennen, also geht auf holgerbarske.com, ich verlinke es auch unter dem Video. Und Holger hat einen Blog, der sich über Jahre erstreckt und der die außergewöhnlichsten Hi-Fi-Kreationen da vorstellt. Und zwar von 100% Selbstbau bis hin zu irgendwelchen Vintage-Geschichten, legendäre Speaker und so weiter. Und das ist einfach ein solches Füllhorn an extravagantem, unglaublich interessantem Hi-Fi. Wieso passt das in keine Zeitung? Also ich finde, also noch spannender kann man das Thema Hi-Fi gar nicht angehen, als du da tust. Der Grund dafür ist in letzter Konsequenz ein wirtschaftlicher. Du kriegst es nicht gegenfinanziert. Das heißt, wenn du Papier mit sowas füllst, ist das schön für einen Leser, aber mit Lesern finanziert ja heutzutage keiner mehr ein Magazin. Die Zeiten sind ja leider Gottes lange vorbei. Okay, ja, also ich meine, mir ist klar, dass eine Zeitung natürlich auch massiv Werbung haben muss, damit sie funktionieren kann. Aber du bist doch trotzdem in dem Umfeld von Selbstbau und so weiter. Also da muss doch trotzdem für Hersteller von irgendwelchen Lautsprecherchassis, Bausätzen und so weiter dann trotzdem der richtige Platz sein, um da Werbung zu schalten. Oder verstehe ich das gerade falsch oder sehe ich es zu blauäugig? Naja, also ich meine, in der Klang und Ton tauchen immer mal auch schon Dinge auf, die ansonsten nur bei mir auf der Webseite stattfinden würden. Ich sag mal so Berichterstattung von diesen etwas schrägen Veranstaltungen, die es in der Selbstbau-Szene so gibt. So viel Platz muss natürlich sein. Ich habe auch mal das eine oder andere garantiert nicht kommerziell irgendwie verwertbare Lautsprecherprojekt von der Seite ist auch mal in der Klang und Ton gelandet. Das geht mitunter, geht das schon. Ja, aber es ist natürlich ein bisschen die Ausnahme. Okay, also geht es da jetzt eher um Verfügbarkeit von Kram? Ich sag mal, auf deiner Webseite beschäftigst du dich, ich habe gerade schon Thema Vintage angesprochen, natürlich auch mit Lautsprechern, wo es die einzelnen Komponenten nicht mehr gibt. Also wenn du da über irgendeinen JBL oder Altec-Sprecher, den kann ich halt nicht mal eben so nachbauen, weil ich kann die Chassis nicht so easy kaufen. Also dreht es sich darum oder ist es generell die Art und Weise, braucht man heute keinen mehr mit Hornlautsprechern oder so ein Zeug zu kommen? Nee, ganz im Gegenteil. Also Vintage-Hi-Fi an sich ist ein durchaus spannendes Thema. Die Frage ist nur, wie sinnvoll ist es, Sachen auf breiter Front vorzustellen, die quasi von anderen Leuten nicht mehr realisierbar sind. Also ich habe zum Beispiel, ich höre seit vielen Jahren mittlerweile mit einem Lautsprecher in erster Linie bei mir zu Hause Musik, wo ein wunderbarer 10-Zoll-Bass drinsteckt, der seit den späten 90ern nicht mehr gefertigt wird und der echt quasi nicht mehr zu kriegen ist. Den habe ich sogar seinerzeit nochmal in der Klang und Ton vorgestellt, aber der Sinn solcher Sachen hat natürlich Grenzen, weil du schaffst Begehrlichkeiten für Dinge, die
letztlich nicht umsetzbar sind. Okay. Und du hast nicht, also für mich ist ja eine spannende Frage auch, und ich sag mal, gerade wenn man in so einer journalistischen Position hockt, ist für mich natürlich eine Frage, einen Hersteller direkt zu fragen, warum baust du dieses Chassis nicht mehr? Das Chassis ist sensationell. Wieso nimmst du es aus dem Programm? Wieso hast du da kein Replacement für? Wieso machst du das? Das ist doch eigentlich so mit das legendärste Teil, was du überhaupt anbietest. So, und also ich sag mal, gerade wenn ein Journalist diese Frage nicht stellt, wer soll sie dann stellen? Die Frage zu stellen lohnt eigentlich nicht, weil die Antwort auf die Frage vollkommen klar ist. Und zwar, wie ist die Antwort darauf? Da müssen wir uns über Lautsprecher unterhalten und über die Art und Weise, wie Lautsprecher früher waren und wie Lautsprecher heute sein sollen und in den allermeisten Fällen auch sind. Können wir gerne machen, aber das ist ein Rabbit Hole. Wenn wir da rein wollen, mir ist recht. Ja gut, lass uns das ruhig mal machen, weil ich denke, wir kommen gleich sowieso dahin. Wir können, denn du weißt ja, was ich dich noch fragen werde, was so einer der nächsten Steps ist, die ich dich fragen werde. Und da werden wir ja ohnehin dieses Rabbit Hole betreten müssen. Also es gibt ein paar prinzipielle Unterschiede in der Art und Weise, Lautsprecher zu bauen, zwischen früheren Jahren und den heutigen Zeiten. Und zwar, Lautsprecher früher waren wirkungsgradstark und groß. Und sind zwei Aspekte, die im Laufe der Entwicklung der Technik komplett hinten rüber gekippt sind. Heutzutage in einem Wohnzimmer eine große Kiste zu argumentieren, ist nur noch bei absoluten Nerds zu Hause machbar, ansonsten gar nicht. Die wollen alle schöne kleine Schuhkartons haben. Was auch nicht so das Problem ist, weil wir heutzutage was haben, was es früher nicht in dem Maße gab, nämlich Verstärkerleistung satt. Damit kann man viel kompensieren. Was da unterm Strich allerdings rauskommt an Sound, ist halt was anderes. Genau, ja, genau. Das ist auch so ein Thema, sag ich mal, was sich in meinen Videos auch relativ durchzieht, wo ich immer sage, ja klar, also so eine kleine Keksdose kann man irgendwie machen, aber dynamisch ist es dann irgendwie nicht mehr und dies ist es nicht mehr und das ist es nicht mehr. Und so Hornspeaker sind toll, aber die haben halt immer das Problem, die sind halt groß oder wirkungsgradstarke Lautsprecher sind halt große Dinger. Klar, aber geht es wirklich nur noch um die Optik? Also ich habe das Gefühl, dass dieses Umdenken oder dass dieses Denken, ja, nee, ein Lautsprecher muss eine gewisse Größe haben und da nicht nur Klavierlack ist wichtig und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass gerade du auch mit deiner Webseite dazu beigetragen hast, dass da so ein Umdenken wieder stattfindet. Also dass diese Community, die sagt, nee, ich möchte einen Lautsprecher haben, keinen Leisesprecher. Leisesprecher hatten wir jetzt die letzten 30 Jahre, aber Lautsprecher fände ich schon mal wieder ganz gut. Ich finde, dazu hast du beigetragen. Also das ist auch der Sinn der Sache. Ich bin großer Freund davon, diese traditionelle Art und Weise, Musik zu reproduzieren, am Leben zu erhalten. Unbedingt. Was auch immer man für Schwierigkeiten sich dabei einhandelt. Und da gibt es reichlich von in der heutigen Zeit. Ich bin mitunter, was gerade so Verstärkerleistungsvernichter angeht, da kann ich ziemlich biestig werden, das ist richtig. Und ich bin auch kein Freund davon, ich will sowas auch nicht haben. Und jedes Mal, wenn ich mich mal wieder vor, in Anführungszeichen, richtigen Lautsprecher setze, bin ich innerhalb weniger Sekunden, weiß ich wieder genau, warum ich genau so und nicht anders Musik hören will. Steht völlig außer Frage. Ja. Ja, nee, das geht mir auch absolut so. Also diese kleinen Keksdosen, ich kann damit auch tatsächlich überhaupt nichts mehr tun. Und also jetzt geht es weder, gar nicht mal, es gibt auch kleine Lautsprecher, die dynamisch und klasse sind und so weiter. Aber ich sag mal, das, was so, ich nenne das immer Middle-of-the-Road-Lautsprecher, das, was man so halt standardmäßig in den Hi-Fi-Läden findet, ich finde, das klingt halt alles gleich. Also da unterhalten sich Leute darüber, so, ja, hier zwirbelt der Hochtöner ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger, aber ich sitze da immer vor und denke, das ist doch ein Einheitsbrei. Das klingt alles wie im Fahrstuhl. Fällt denn keinem auf, dass das keine Dynamik hat, dass das total lahm ist und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe gedacht, in den letzten Jahren schwingt das Pendel wieder in die andere Richtung. Also es gibt ja jetzt durchaus ein paar Hersteller, die wieder in so eine Richtung gehen,
Pappmembrane, relativ guter Wirkungsgrad und so weiter. Ich rede jetzt noch nicht mal über die Extreme mit Hörnern und so weiter, aber auch Hörner. Ich glaube, eins der meisten Bilder, die man von den letzten High-Ends gesehen hat, waren hier diese Jungs, die mit den alten 40er Jahre General Electric Hörnern da vorgeführt haben. Ich meine, das war auf jeder Webseite sozusagen zu sehen. Also da scheint doch eine gewisse Faszination da zu sein. Aber ist es dann nur die Faszination zum Angucken und nicht zum Kaufen, oder? Naja, ich meine, Silberton ist natürlich eine Show auf jeder High-End, das ist völlig klar. Klar. Das liegt aber auch ganz einfach daran, dass der Mann dahinter, der ist ein Getriebener. Und der ist einer der größten und einflussreichsten Sammler, den diese Szene überhaupt hat. Und das, was der hinstellt auf so eine Messe, das sind Sachen, die wirst du auf der Welt quasi nirgendwo anders mehr zu Gehör kriegen. Der Trick an der Sache ist, dass sowas tatsächlich vollkommen anders funktioniert und vollkommen anders klingt als das, was man so gemeinhin heute als Lautsprecher, unter Lautsprecher versteht. Es gibt auch ganz viele Leute, die das ganz fürchterlich scheußlich finden, was da rauskommt, was auch völlig legitim ist. Weil das ist eine Form von Sound, der traut sich was. Und das ist was, das ist auch so ein Problem, was heutzutage in dieser Szene üblich ist. Die wenigsten Produkte heutzutage trauen sich noch eine klangliche Signatur und trauen sich noch eine Meinung, sondern man läuft hinter so einem, na, ich sag mal so einem Durchschnittssound her, der um Gottes Willen in jedem Wohnzimmer unter allen Voraussetzungen und egal was man vorne dran hängt, immer irgendwie zu funktionieren hat. Und keiner sagt, nö, will ich nicht. Mein Lautsprecher geht klanglich ganz bewusst in diese Richtung. Oder mein Lautsprecher ist einer, der unbedingt an die Wand gehört, weil ansonsten macht er keinen Bass. Das gibt's hier und da mal, aber es ist eine ganz, ganz, ganz seltene Angelegenheit. Im Zweifelsfalle geht man immer bei der Entwicklung von einem Lautsprecher einen sehr, sehr sicheren Weg. Und ich finde es legitim, weil man will natürlich ein möglichst großes Publikum erreichen. Aber bei der Menge an Zeug, was auf dem Markt rumgurkt, wäre vielleicht hier und da allen damit gedient, wenn man doch mal sich ein bisschen spezialisieren würde. Ja, das sehe ich halt tatsächlich auch so. Also diese Idee, ich muss das bauen, was alle bauen, weil das hat ja den größten Markt, ist ein unglaublicher Schwachsinn. Also dann dürfte es auf YouTube nur noch Gamer-Channels geben, dann müssten alle irgendwie Hatchbacks à la Golf bauen. Das ist so ein Unsinn. Und natürlich ist sozusagen der Markt für, ich sage jetzt mal Hörner zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach Hörner, weil sie extrem sind. Ich könnte jetzt auch Flächenstrahler sagen. Natürlich ist der Markt für sowas kleiner als jetzt für den Middle of the Road Lautsprecher, das ist keine Frage. Aber dafür gibt es da auch nur einen Bruchteil der Hersteller. Also ich halte das nicht für die schlechteste geschäftliche Entscheidung zu sagen, so hier, das ist unser Statement zum Thema, so bauen wir das und so weiter. Also, ja, also ich habe Jacques Mahul ja mal kennengelernt. Jacques Mahul ist der Chef von Focal. Und die haben in den 80er, 90ern, wo Focal ja hier in Deutschland sozusagen ein Selbstbau-Lautsprecher war, da haben die in Frankreich Lautsprecher gebaut, die waren so abgestimmt, dass sie halt in einem, ich sag mal, Mediamarkt-Umfeld gut funktionieren. Also große Umschaltwand und so weiter und dann schön Badewannensound und so. Und da hat Focal aber keinen interessiert außerhalb von Frankreich. So, und dann haben sie sich irgendwann ja, ich sage es mal, Anfang, Mitte der 90er spezialisiert und haben gesagt, nee, wir gehen jetzt doch wieder so einen high-endigeren Weg und wir machen nicht mehr Badewannensound und so weiter. Und jetzt ist das eine Weltmarke. Jetzt ist das eine Marke, die im Audio kaum noch wegzudenken ist und jeder kennt das und jeder sitzt davor und ist immer ganz fasziniert. Also ich finde, man muss nicht immer mit dem Mainstream schwimmen, um auch kommerziell erfolgreich zu sein. Ich finde, an so einer Stelle wie Focal sieht man das relativ gut. Ja, da schließen sich ein paar Kreise. Erstmal, ich habe tatsächlich auch mal 2 Jahre lang für den deutschen Focal-Vertrieb gearbeitet. Manfred Zoller. Ja, genau, zu seiner Düsseldorfer Zeit.
Und ich habe den Werdegang der großen Fokallautsprecher, also dieser Utopia-Baureihe, tatsächlich auch relativ intensiv verfolgt. Und da konnte man schon ein paar Sachen dran ablesen, wie sich so der Lautsprechergeschmack über die Jahre so ein bisschen gewandelt hat, weil der war nämlich an den Abstimmungen dieser Geschichten sehr gut zu sehen. Also von daher hast du da schon recht. Aber du hast auch von daher recht, dass Focal natürlich tatsächlich angefangen hat als Hersteller niedlicher kleiner Schachteln mit 13 cm Kunststoffmembran und gut, dieser ziemlich einzigartigen Kalotte und hat lange, lange Jahre damit im Fertigmarkt keine Riesenrolle gespielt. Die waren als Chassislieferant ausgesprochen beliebt Genau, ja. und haben auch ihren Bekanntheitsgrad darüber und auch vor allem über den Selbstbaubereich rekrutiert damals. Ja, Spannende Bude. also Schade, dass es ich bin nur praktisch einfach keine auch. Treiber mehr von denen gibt. Schade, sehr schade. Sag's bitte nochmal, Entschuldigung. Ich sagte, spannender Laden und sehr schade, dass es praktisch keine Einzeltreiber mehr von denen gibt. Das ist auch ein Geschäftszweig, den die komplett aufgegeben haben. Ja, das ist eine absolute Katastrophe. Also das ist ich habe auch schon wirklich überall gesucht, weil ich gerade von dem Hochtöner auch ein Mega-Fan bin. Und da gibt es noch nicht mal irgendwie China Knockoffs. Ich hatte mal einen China Knockoff davon. Der war auch echt gut. Aber mittlerweile gibt es da irgendwie gar nichts mehr. Es gibt irgendeine englische Bude. Wie heißen die denn? Da habe ich gerade den Namen verdrängt. Die einen inversen Metallhochtöner haben, der verdächtig nach Focal aussieht. Wie heißen die denn? Ich komme nicht wirklich auf den Namen. Die haben so ein Surround-Kinosystem und da sitzt so ein Ding drin. Und ansonsten nirgendwo mehr zu sehen. Selbst in den Wilson sitzt es nicht mehr drin. Also ich habe das Gefühl, dass Focal das auch an Einzel-OEM-Kunden nicht mehr verkauft. Dass sie es einfach gar nicht mehr verkaufen. Neat Acoustics. Neat, genau, du hast recht. Weißt du zufällig, ob das ein echter Focal ist oder ob das ein Nachbau ist? Das ist kein Focal. Schwarze Metallmembran, meines Wissens nach, wenn ich mich recht erinnere, hat Focal nie gemacht. Nee, das ist klar, das haben die nicht. Ich dachte, die wäre Silber gewesen. Aber gut, ja, okay, das wäre. Aber ich meine, Focal macht natürlich auch Custom-Geschichten. Ne? Du kannst bei Focal natürlich, oder konntest damals sagen, so und so und so möchte ich es haben und dann hast du das gekriegt. Also, Ja, ich sag mal zum also. Beispiel, der Wilson Hochtöner, der Focal-Hochtöner hat zwei Magneten, hat es bei Focal auch nie gegeben. Na, so ein Doch, aber. Countermagnet für um so Elektrosmog sozusagen oder magnetischen Smog so ein bisschen einzufangen. Doch hat es gegeben, den abgeschirmten Hochtöner zu der Zeit, als Ja. es, ja, unbedingt. Das war gerade zu der Zeit, als ich da gearbeitet habe. Also von daher habe ich da viele von in der Hand Ah. gehabt. Das war zu der Zeit sehr angesagt, als man Lautsprecher neben Röhrenmonitore und Röhrenbildschirme stellen musste und ansonsten mit den Magnetfeldern echte Probleme gekriegt hätte. Und da war das auch bei Focal durchaus gang und gäbe. Okay, aber so ein Ding habe ich tatsächlich von Focal nie gesehen. Das habe ich das erste Mal in der Wilson gesehen. Moment, wieso hat er denn zwei Magnete drauf? Und so weiter. Das kannte ich von Focal tatsächlich nicht. Aber ich habe das gelernt. Ja, und das ist definitiv kein Focal. Ja, also irgendwo muss es die Dinger ja geben. Irgendwer wird die ja herstellen. Wie gesagt, ich hatte auch mal einen China-Knockoff von diesem Hochtöner. Ist aber auch schon über 10 Jahre her. Aber wie gesagt, der war klasse. Der war wirklich gut. Ja, also gerade dass der Hochtöner im Markt nicht mehr verfügbar ist, frustriert mich sehr. Also, ja. Ja, kann ich nachvollziehen. War halt eine der ganz wenigen Kalotten, die sich echt eine Meinung geleistet haben. Und Ja. das war auch gut so. Ja. So, okay, dann gehen wir jetzt mal wieder so ein bisschen weiter im Text, weil wir sind ja schon fast da. Frickelfest. Aus deiner, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber aus holgerbarske.com hat sich das Frickelfest entwickelt, was, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, im Prinzip es relativ von Anfang an gab bei dir, es hatte nur den Namen nicht. Also du hast dich schon immer mit Leuten bei dir getroffen und an Hi-Fi-Zeugs rumgefrickelt, oder nicht? Nicht ganz. Also was zuerst da war, waren diese regelmäßigen Klang- und Ton-Samstagsveranstaltungen, wo wir halt uns immer Leute ins Haus eingeladen haben, über also Klang- und Tonleser,
damit sie sich einfach mal die Lautsprecher anhören können, die wir da über die letzten ein oder zwei Ausgaben zusammengeschraubt haben, weil so richtig viele Bausatzhändler, die denn sich so mal in den Laden stellen, damit man sich das mal so Gemüte führen kann, gibt es ja da draußen nun nicht mehr. Und deswegen haben wir mal irgendwann beschlossen, gut, dann sollen sie hierher kommen und sich den Kram anhören. Und das waren so die ersten Zusammenkünfte in dieser Art. Das machen wir ja eigentlich auch bis zum heutigen Tag, wenn nicht der seltsam bekannte Virus uns da ein bisschen zwischengefunkt hätte. Aber das war jetzt nicht unbedingt die Geburtsstunde des Frickelfests. Das Frickelfest ist tatsächlich war... Wie soll ich sagen? Das war eine bewusste Entscheidung, sowas zu machen. Okay, und ich habe gedacht, du wolltest einfach nur die Leute aus deinem Wohnzimmer mal loswerden. Nee, nee, die waren auch nicht in meinem Wohnzimmer. Also das ist zu der Zeitpunkt war das Wohnzimmer auch noch nicht so spannend, dass man da unbedingt hätte sein müssen. Da waren so, das sind so unsere Verlagsräumlichkeiten, sind da schon ganz okay für. Also das ist, da gibt es einen relativ brauchbaren Hörraum und da kriegt man auch mal 30, 35 Leute unter. So, das ist schon okay. Aber ich wollte halt auch ein bisschen von der, irgendwann ein bisschen von der Bindung an das Magazin weg und wollte eine Geschichte machen, die so eine Eigendynamik entwickelt. Und das habe ich damals, weiß ich noch, das habe ich gestartet. Das ging im Analogforum, ging das los. Und das fing los mit so ein paar Elektronik-Selbstbauprojekten, die ich damals auch angeschoben habe. Das war so, weiß ich nicht, Mitte der 2000er ging das los. Diese Projekte, Verstärkerprojekte, sind sehr erfolgreich gelaufen, ja, und sind von Unmengen von Leuten nachgebaut worden. Ich dachte, irgendwann braucht man mal so ein Medium, wo man sich denn mal so in Natura dann auch mal über den Weg läuft. Und dann habe ich dieses Ding mal ganz bewusst so ins Leben gerufen und jetzt noch ohne irgendwie ein großes System, ohne einen großen Plan, aber dann tauchte einer auf, der sagte, hör mal, meine Eltern haben da irgendwo im Münsterland einen Bauernhof, der im Moment nicht so richtig bewohnt und bewirtschaftet wird, da können wir mal. Das war das erste Frickelfest, ich glaube, es war 2008, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Und wie es so schön heißt, der Rest ist Geschichte. Danach ist es halt gewachsen. Das ist halt auch echt ein Hammer. Also das finde ich auch, sind so spannende Storys, ne? Dass das einfach so durch so einen Zufall, ne, komm hier, ich habe ja irgendwie ein bisschen Platz und man tut sich da so zusammen und also du hast da eine Veranstaltung geschaffen mit dem Frickelfest. Wir müssen gleich auch noch ein bisschen genauer erklären, was es denn ist. Aber das ist ja eine Veranstaltung, die ja weltweit bekannt ist, die ja weltweit wahrgenommen wird, auch wenn sich da nur relativ wenig Leute jetzt mal gemessen an der High-End oder so treffen, aber trotzdem kennt man diese Veranstaltung weltweit. Das finde ich schon Hammer und dass es dann entstanden ist aus, komm, meine Eltern haben da einen Bauernhof im Münsterland, finde ich schon absolut. Das sind die Anekdoten, wo sich, glaube ich, jeder freut, die hier zu hören. Erzähl mal ein paar Worte zum Frickelfest. Was ist der Unterschied zwischen dem Frickelfest und zum Beispiel den norddeutschen Hi-Fi-Tagen? Weil das ist ja ein massiver Unterschied. Ja. Ganz grundsätzlich ist das Frickelfest keine Messe. Das ist also nichts, wo man als Besucher mal hinguckt und hinkommt und mal guckt, wird die da so treiben, die Irren. Sondern Frickelfest geht nur als Teilnehmer. Das heißt, wenn die Leute und Teilnehmer alle da sind, ist im Prinzip die Tür zu, dann kommt da keiner mehr rein und keiner mehr raus. Naja, raus schon, klar. Aber was wir nicht ganz bewusst außen vor lassen, ist Publikum. Interessiertes Publikum. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen für. Der entscheidende an der Sache ist, das ist eine versicherungsrechtliche Geschichte. Das heißt, wir machen da eine geschlossene Gesellschaft drauf und wenn denn, wir wollen solche Sachen vermeiden, wie da kommt denn sonntags morgens der Papa mit dem 6-jährigen Sohnemann, der auch gleich mal guckt, wie lustig sich denn so eine Anode von so einem Röhrenverstärker bei 1.500 Volt anfühlt. Das sind so Sachen, die kannst du nicht machen. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, wenn die Leute, die mitmachen, da drin sind, kommt da keiner mehr rein. Anders geht es nicht. So. Und von danach ist das eine mittlerweile 5-tägige, ziemlich intensive Klausurtagung von, ich sag mal so knapp 100 Leuten. Die machen in erster Linie das, was Jungs so machen, wenn sie in größerer Zahl auf einem Haufen sind. Spaß in diverser Hinsicht haben. Also im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass man sehr viel sehr schräge Musik auf sehr schrägem Zeug hört, sehr viel fachsimpelt über
alles Mögliche, was in irgendeiner Form themenrelevant ist und meistens größere Mengen von Bier in sich reinschüttet. Das gehört dazu. Mittlerweile ist das eine ziemlich kommode Angelegenheit. Wir haben natürlich im Laufe der Jahre so, ist die Veranstaltung natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, gesetzter geworden. Das heißt, wir seit Jahren betreiben was jetzt in einem Kloster, wo Unterbringungsmöglichkeiten beliebig komfortabel, naja, also halbwegs beliebig komfortabel da sind. Es gibt drei Mahlzeiten am Tag und man muss die Örtlichkeit nicht verlassen und darf sich da wirklich komplett vom Rest des Planeten für ein paar Tage abkoppeln und nur unter Nerds sein. Und das ist genau der Sinn der Sache. Geil. Aber mittlerweile gibt es auch eine internationale Geschichte davon. Ich habe gesehen, ihr habt euch letztens irgendwann in Frankreich, glaube ich, getroffen, auch mit so einer internationalen Community, Leute von aus Dänemark, aus New York, aus weiß der Geier wo, also von überall angereist. Das war aber nicht wirklich Frickelfest, aber das war im Prinzip eine extrem ähnliche Veranstaltung, wo du auch sozusagen mit federführend warst, oder war es tatsächlich Frickelfest? Nee, was du meinst, ist das ETF, das European Triad Festival. Das ist eine Geschichte, die es tatsächlich schon deutlich länger als das Frickelfest gibt. Ich glaube, so um 2000 rum in Dänemark entstanden ist. Der Gedanke dahinter ist aber genau derselbe. Der Trick beim ETF ist, dass das Publikum tatsächlich in erster Linie ein sehr internationales ist. Es findet jeweils dreimal hintereinander im gleichen Land statt. Danach zieht die Karawane weiter, um die nächsten 3 Jahre an irgendeiner anderen Stelle in Europa Spaß zu haben. Aber der Gedanke ist derselbe. Das heißt, es treffen sich halt ganz viele Leute und packen da in erster Linie dann mit dem Fokus auf die Röhrentechnik ganz viel Zeug hin und machen Krach und trinken Sachen. Okay. Ja, absolut geile Nummer. Also das, okay. Ich wollte dich fragen, warum, weil das ist ja so ein strictly non-commercial, ist ja so eine Geschichte, die da drunter steht, quasi bei der Veranstaltung. Aber die erklärt sich natürlich, oder die hast du gerade im Prinzip schon ein Stück weit erklärt mit, du willst nicht den Papa mit dem Sohnemann, wo dann irgendeiner mal irgendwelche Drähte in einem Röhrenverstärker anfasst, während die laufen und dann irgendwie tot vom Verstärker liegt. Das klar, verstehe ich. Und da gibt es aber auch keinen Gedanken in die Richtung, das mal kommerziell zu machen. Also man könnte das ja mit Modifikationen durchaus auf eine kommerzielle Basis stellen. Ja, also ich weiß nicht, ob man es kommerziell nennen muss, aber die Begehrlichkeiten, die sind natürlich da von draußen. Also zu sagen, warum macht ihr sowas nicht mal so, dass man da auch mal vorbeikommen kann? Dann kriegt es einen Messecharakter. Ja, die Idee gibt es. Es gibt auch tatsächlich eine Veranstaltung in der Art in England, schon ziemlich lange, war ich aber auch noch nie, die dem Vernehmen nach aber genau in diese Richtung zielt und wohl auch fun zu funktionieren scheint. Der Gedanke kommt bei uns auch immer mal wieder. Da muss man aber auch ganz klar sagen, das verkompliziert die Organisation dramatisch. Und da muss man auch einfach die Zeit, die Möglichkeiten und den Ehrgeiz für haben, das zu tun. Und das kann mal sein, dass das nochmal irgendwann kommt. Im Moment sind wir aber mit 5 Leuten mit der Organisation des Frickelfest, wie wir es haben, schon durchaus hinreichend beschäftigt. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich meine, es ist halt so ein Ding, auf der einen Seite, ich gehe mal davon aus, dass alle Leute, die bei einem Frickelfest sind, also wenn man da so zwei, drei Bier getrunken hat und dann so die Nerdgespräche anfangen, kann ich mir vorstellen, dass es oftmals thematisiert wird, wieso begreift die ganze Welt nicht, was wir schon längst begriffen haben. So. Und auf der anderen Seite ist das Ding natürlich, naja, aber wenn die ganze Welt keine Chance hat, das mal zu hören, wie sollen sie es begreifen? Weißt du, das ist sozusagen so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Wenn ich auf eine normale Hi-Fi-Messe gehe, werde ich halt von unglaublich viel Zeugs erschlagen, was alles so mehr oder weniger Middle of the Road ist. Und ich begreife gar nicht, wie kann denn sowas spielen? Also die ganzen Horntypen, was erzählen die denn da alle über ihre Hörner? Ich höre da auf einer Messe irgendwie so ein Plastikhorn, das klingt wie ein Bahnhofssprecher und dann sage ich, brauche ich nicht, geh weg. Ne? Und das in vernünftig mal zu hören, die Möglichkeit ergibt sich ja nirgendwo. Jetzt habt ihr so eine Möglichkeit beim Frickelfest
steht ja genau da Zeugs rum oder beim Triodenfestival und so weiter. Aber da sind gar keine Leute zugelassen. Und irgendwie, wie soll es auf eine breite Basis kommen, wenn man keinen zuhören lässt? Ja, prinzipiell ist das richtig. Du setzt natürlich eins voraus. Du setzt natürlich voraus, dass die Musikwiedergabe auf einem Frickelfest oder einem ETF in aller Regel unfassbar viel großartiger ist als alles das, was du auf einer Hi-Fi-Messe hörst. Das muss nicht so sein. Was es mit Sicherheit ist, du hörst sehr viel weniger Durchschnittssound und sehr viel mehr Extremes. Und das von daher bietet es vielleicht eher so eine Orientierungshilfe. So, welche Art von Musik hören will ich denn eigentlich? Das geht schon. Aber das Frickelfest und das ETF sind grundsätzlich Keimzellen für Ideen. So ist es angelegt und das ist das, was es liefern soll. Die Idee ursprünglich ist, jemand kommt mit einer Kiste Teile und irgendeinem Gedanken im Kopf dahin, weil da sind noch andere Bekloppte, die mich verstehen. Und es sind auch Profis da, die es echt können. Und am Ende hat irgendjemand irgendwas auf ein Brett gespackst, was wundersamerweise Töne rausfallen. Und das ist das Beste, was passieren kann auf so einer Veranstaltung. Eigentlich ist sie so gedacht, dass Dinge während der Veranstaltung entstehen. Das ist auch das Tollste, was passiert. Weil da passieren halt auch menschlich dann ganz, ganz, ganz andere Sachen, als einfach nur Leute, die sich irgendwo hinsetzen und sagen, ja, ganz nett. Okay, ja, verstehe ich. Ja. Das, die Nee, Nummer, die lebt immer also vom Machen. ich würde jetzt auch nicht dafür plädieren, schafft das Frickelfest ab und macht da eine kommerzielle Veranstaltung raus. Ich sag nur, vielleicht wäre sowas wie ein Frickelfest Open House sozusagen interessant, wo man einfach mal so ein zwei, drei Highlights hinstellt und sagt, so, kommt hierher und hört euch das an. Also ihr braucht hier auch nicht 3 Tage wie auf einer Messe, sondern ja, kommt hier sonntags morgens mal vorbei mit dem Sohnemann auf den Schultern und dann hört man irgendwie 2 Stunden Hi-Fi und dann haut wieder ab. Aber dann habt ihr es zumindest mal gehört. Wir hatten das mal vor ein paar Jahren auf dem Analogforum in Krefeld tatsächlich. Da hat der Veranstalter einen Raum zur Verfügung gestellt, wo sich so ein paar aus der Truppe dann auch ein paar Tage dahingestellt haben und da fleißig Selbstprogramm zelebriert haben. Das hat auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ja. Also von daher, so hier und da mal schon. Richtig ist natürlich, sowas mal richtig zu machen, wäre sicherlich spannend. Ja. Ja, das, ja. Ich denke halt immer, ne, wir haben gerade angefangen, über den 10-Zoll-Bass zu sprechen, der so toll war. Und weißt du, so die Hersteller gehen in Richtung Middle of the Road, bauen das schöne Zeugs nicht mehr. So viele Selbstbauer, ne, reiben sich dann die Augen und sagen, na, so ein Scheiß, ne, schönes Zeugs, jetzt gibt es das nicht mehr. Auf der anderen Seite werden aber auch nicht neue Kunden sozusagen in die Richtung geführt, dass der Hersteller weiter motiviert wäre, den Kram zu bauen. Weißt du, aber wenn dieser schöne 10-Zoller sich drehen würde wie bekloppt, wird dann ja nicht aus dem Programm nehmen. Aber der nimmt den ja wahrscheinlich auch aus dem Programm, weil ihn keiner mehr kauft. Ja, ich meine, überflüssig zu erwähnen, dass dieser wunderbare 10-Zöller natürlich ein Fokal war, klar, Ein aber 10-10-01 vermutlich. natürlich. Ja, war klar. Ja. Der war halt irgendwann, passte der halt auch nicht mehr ins Portfolio. So ein leichter Papierlautsprecher, der schon ganz ordentlich Luft braucht, um gut zu funktionieren, dabei aber saubere 96 dB Wirkungsgrad macht. Fokal wollte halt auch einfach dann irgendwann nicht mehr solche Lautsprecher bauen. Also wenn ihr Okay. wissen wollt, wer jetzt mit dem 10-10-01 nicht direkt was anfangen kann, in meinem Vorspann seht ihr doch so ein Bild mit einem Lautsprecher, da steht oben so ein Ei drauf. Und unten die Kiste, das nennt sich Onkengehäuse und da steckt ein 10-10-01 drin. Also über genau dieses Ding sprechen wir da gerade. Genau, sieht eigentlich nach nichts aus, war aber ein wirklicher Volltreffer in jeder nur denklichen Ja, Hinsicht, ja. muss man sagen, ja. War halt günstig, war halt wirklich klasse. Der konnte halt auch, war ein Bass, der ein bisschen Bass konnte, aber trotzdem auch irgendwie schnell und sehr dynamisch war. Ja, der war schon brutal gut. Ich sag mal auch die Vokal, die Audion-Sachen. Ne? Ich meine, das ist ja den meisten nicht bewusst, aber Vokal hatte auch einen 38er Papiermembran-Bass im Programm, der so ein bisschen eine Kopie von einem Altec Lansing ist.
Ne, das gleiche gab es da nochmal als 12 Zoller. Dann gab es nochmal ein, was ist das, 8 Zoll Mitteltöner-Papiermembran mit, weiß nicht, 95 dB Wirkungsgrad. Also die hatten einige Sachen, die monstermäßig waren. Ja, aber hat irgendwie keiner gekauft. Also. Ja, also nicht viele halt. Und ich meine, wenn so ein Unternehmen wachsen will, dann muss man sich halt auch irgendwann mal die Frage stellen, ich will Stückzahlen machen, also muss ich auch mainstreamige Produkte machen. Und das, dann passiert halt irgendwann sowas. Ja, aber ich meine, guck dir eine Grande Utopia an. Wir sind jetzt echt ein bisschen pokallastig, ne? Aber das bleibt nicht aus. Guck dir eine Grande Utopia an, was sie da jetzt mit diesem Elektromagneten-Bass da irgendwie veranstalten. Ich meine, da könntest du auch einen 38er Audion reinstecken und der wird mit Sicherheit auch nicht besser spielen, nicht schlechter spielen als das Ding, was die da vorbasteln. Ja, Ne, und meine ein ich auch. kleiner, zierlicher Speaker ist eine Utopia jetzt nun auch wieder nicht. Also ich meine, man könnte das ja durchaus in vernünftig bauen. Ja, ich meine, das ist, Ich meine, klar, das ist so eine Utopia kostet 200.000. Ist klar, dass du da jetzt nicht vernünftige Chassis reinbauen kannst. Das wird jetzt preislich nicht hergeben. Aber du weißt, was ich meine. Also sollten sie halt dann auf 300.000 erhöhen den Preis. Vielleicht kann man dann mal ein ordentliches Chassis reinbauen, was jeder selbst aber auch schon lange benutzt. Ja, der Trick bei so einer Grand Utopia ist natürlich, die Dinger haben Flaggschiffcharakter. Das heißt, die sind immer der Leuchtturm, und der dann ein wenig scheinen soll auf die etwas kleineren und finanzierbareren Bestandteile der Produktpalette, die dann letztlich tatsächlich gekauft werden. Das funktioniert ja auch. Und ich meine, ich finde es auch ganz gut, dass heutzutage tatsächlich in einem kommerziellen Umfeld sich mal jemand traut, mal wieder ein Elektromagnetchassis einzusetzen. Das hat durchaus seine Vorteile. Also von daher geht das schon in Ordnung so. Aber das haben sie jetzt tatsächlich auch nur bei dem Riesending gemacht und bei den Modellen darunter schon nicht mehr. Ja, aber ich sag mal so, das passt ja auch. Also, ja, natürlich kann, ja, hat seine Vorteile. Du kannst den Lautsprecher sozusagen nochmal ein bisschen flexibler anpassen und so an den Raum auch anpassen. Ja, ist schön, aber überleg mal, ist auch vom Energiebedarf und so weiter. Also, das ist doch in der heutigen Zeit eigentlich. Ich finde, in der heutigen Zeit lässt sich schon schwer vermitteln, warum Verstärker Class A sein soll. Und dann baust du so ein Ding in Lautsprecher ein. Puh, also das, ja, weiß ich nicht. Ja, an der Stelle sind wir aber beim generellen Hi-Fi-Schwachsinn. Guck mal, ich habe zum Beispiel das Problem, bei mir steht auch, ich höre auch Lautsprecher mit, ich auch, höre auch mit dem Lautsprecher mit soliden, echten 96 dB Wirkungsgrad und ich brauche echt nicht viel Leistung. Wenn ich die Anlage anmache, sind erstmal 900 Watt weg, was völlig bescheuert ist, ohne dass da ein Ton rauskommt. 900 Watt einfach nur als Ruhestrom über deine gesamte Anlage. Ja, schlicht und ergreifend. So, da sind so viele Röhren vorne drin, allein weil die sich an Heizleistung wegballern. Also das muss man schon wollen heutzutage. Das steht völlig außer Frage. Ich muss sagen, ich tue mich da schwer, weil so auf der einen Seite mag ich natürlich auch irgendwie Class A-Verstärker und ich sag mal gerade Eintaktverstärker, die gehen ja nicht anders außer Class A, finde ich irgendwie super und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite nehme ich natürlich auch zur Kenntnis, dass wir so gemütlich unseren Planeten abbrennen und so, und dann frage ich mich natürlich auch, muss das alles sein? Weißt du, ja, deswegen muss ich nicht mit einem Class D-Verstärker unbedingt hören. Also da wird es dann für mich auch zu gruselig. Aber ich frage mich schon, sollten wir nicht mal ein bisschen umdenken von der Einstellung, wie wir in den 80er, 90ern dran gegangen ist. Da hat über Stromverbrauch keiner nachgedacht. Aber auf der einen Seite möchte ich vernünftig Musik hören und so weiter, klar. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, passt das noch in die heutige Zeit? Pass auf, ich Pass auf, hört sich an mit, jetzt ja, kommt jetzt mal ein kommt einer. Grundsatzstatement. Jetzt denk mal nach, Jetzt kommt Kollege. einer. Super, jetzt bin ich gespannt. Komm, lass raus. Also, prinzipiell bin ich bei dir. Und unter dem Aspekt, dass man mal über den Thema Wirkungsgrad von Hi-Fi nachdenken sollte. Gut, in Relation zu allen anderen Energievernichtern, die wir so auf diesem Planeten haben, kann man jetzt sagen, spielt das nun wirklich keine Geige. Aber richtig ist, man soll ja erstmal vor seiner eigenen Tür kehren. Ja. Von daher kann man ja sich da mal Gedanken drüber machen.
ob man nicht schlaue Sachen tun kann. So, es geistert seit Jahren in meinem Hinterkopf eine Idee für eine Veranstaltung rum. Die haue ich hier jetzt mal raus. Und zwar ist das so eine Art, naja, nennen wir es mal sowas nach dem Frickelfest-Prinzip, was aber folgendermaßen funktionieren würde. Man trifft sich mit einem Haufen Leuten an einem Wochenende irgendwo auf einem Acker ohne Stromanschluss. Und dann feiert man da genau das, was man sonst auch tut. Sprich, man versucht Musik zu hören. Und zwar ohne Steckdose. Geil. Und was auch immer das heißt und was auch immer dabei rauskommen mag, ich habe keine Ahnung. Aber Bedingung ist, keine Ahnung, Solar, Wind, Autobatterie, Dieselgenerator. Gut, das vielleicht nicht, aber du weißt, worauf ich Dieselgenerator wäre hinaus natürlich will. schön, ja. Der Trick ist halt zu sagen, wir sind off-grid und wir müssen uns, was den Energieverbrauch angeht, hier ein bisschen beschränken. Und wir können jetzt nicht erstmal 300 Watt Heizleistung in den Röhrenverstärker schieben, bevor irgendein Ton kommt, sondern wir brauchen schlauere Ideen. Und dann nach Möglichkeit irgendwann irgendwelche, die dann auch irgendwann gut klingen. Das ist noch nicht realisiert, aber der Tag wird kommen. Aber ganz ehrlich, ich finde, also da würde ich persönlich so Beifall klatschen und ich finde, das ist so Zeitgeist. Und ich finde auch, es ist sinnvoll. Also ich meine, klar, du hast vollkommen recht. Natürlich ist an dem Gesamtverbrauch von Energieverschwendung, die wir weltweit so betreiben, ist natürlich HiFi so ein kleiner Teil. Okay, aber jeder muss sozusagen an seiner Stelle sozusagen mal tun, was er tun kann. Wenn alle nur auf den Nächsten zeigen und sagen, ja, der macht aber viel mehr böse Sachen als ich, dann kommen wir überhaupt nicht weiter. Und ich finde halt, gerade bei so einem Hobby, das ist ja kein lebensessentielles Ding, ist ja das Erste, wo du was bei runterfahren kannst. Deswegen so halte ich das schon irgendwie für sinnvoll. Aber das auf den Acker zu stellen, Freifeld zu hören, finde ich an sich schon mal gut. Also Freifeld hören finde ich schon geil. Und gleichzeitig zu sagen, wir versuchen das hier mal energieneutral hinzukriegen. Wir nehmen unsere eigene Solarzelle mit oder unser eigener Windpropeller, finde ich, ist eine mega Veranstaltung. Also ich glaube, da wird es auch von einer allgemeinen Presse, die jetzt mit HiFi nichts zu tun hat, relativ viel Aufmerksamkeit geben. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, kann ich tatsächlich in letzter Konsequenz auch. Aber ich meine, an der Stelle, also als das halt spannend wurde, als ich gedacht hatte, so, dieses Jahr könnte man mal und wir hätten auch ein paar Ideen für eine Location und wie man sowas anfangen könnte. Naja, da kam Corona halt. Ja. Deswegen ist das ein bisschen vertagt. Aber die Idee ist nicht vom Tisch. Aber ich finde das auch nach wie vor ausgesprochen reizvoll. Ja, Corona bremst ja zurzeit einfach alles auf. Auf der einen Seite ist es für die Hi-Fi-Branche gerade ganz gut, weil alle da zu Hause sitzen und über ihre Anlagen wieder nachdenken. Auf der anderen Seite nervt es aber auch sehr, dass das irgendwie so die Welt ein Stück weit aufgehört hat, sich weiterzudrehen. Ja, das ist schon ätzend. Ja, genau, das ist der springende Punkt. Das ist, man muss endlich mal wieder Leute treffen. Das ist so, ja. Holger, ich muss jetzt noch mal ein bisschen weiter bohren, um die Person Holger Baske noch mal besser kennenzulernen. Was ich ganz spannend finde, auch speziell, wenn man so deine Webseite durchgeht und so, auf der einen Seite bist du ja ein relativer Hardcore-Vertreter von, ich sage jetzt mal Vintage-Sound, also Vintage-Sound, was immer das jetzt ist, aber wirkungsgradstarke starke Lautsprecher und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich gesehen, auf deiner Webseite relativ weit vorne, preist du einen Kalottenlautsprecher an. Also in deinem Selbstbaubereich. Also man muss nicht so weit sozusagen deine Blogs durchgehen, sondern in dem DIY-Bereich einer der ersten Geschichten Kalottenlautsprecher. Wie passt das zusammen? Also wie kann man Holger Baske klanglich einschätzen? Ich habe das Gefühl, du bist. Außer es muss irgendwie ein bisschen Wirkungsgrad haben, bist du für alles offen. Ist das so? Ja, absolut. Also ich habe auch Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die sich nicht ständig mit Druckermatreibern und großen Pappen umgeben wollen. Und auch für die Möglichkeiten geben, gescheit Musik zu hören. Und die gibt es. Und es gibt, ich weiß, als ich mich so mal durch so diverse Podcasts von dir gehört habe, ich weiß, dass
sich da bei dir beim Thema Calotti die Nackenhaare sträuben. Ja, Ich weiß, was total. du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber es gibt, man kann auch Lautsprecher mit Kalotten so bauen, dass die okay sind. Also, und es gibt auch wirklich gute Kalotten. Also von daher renne ich da nicht immer schreiend vorweg. So die klassische 80er Jahre Gewebekalotte ist jetzt auch nicht so, was mich so fürchterlich hinterm Sofa hervorholt. Die hat aber ihre Qualitäten. Und ich kann akzeptieren, dass es Leute gibt, die auf diese Qualitäten stehen. Aber das ist halt keine besonders spritzige und dynamische Art des Musikhörens, sondern das ist eine ausgewogene und eine detaillierte Gangart. Das ist auch okay so. Aber also wenn ich die Wahl habe, muss ich jetzt auch nicht so. Aber keine Ahnung, irgendwie so eine Scanspeak Beryllium oder so, das ist schon ein verflucht guter Hochtöner, das muss man schon sagen. Definitiv gibt es ein paar Kalotten, die halbwegs okay spielen. Also das was ich mich halt immer frage, ist, sozusagen in einem unteren Preisbereich verstehe ich das vollkommen, ne? Also wenn man jetzt nicht irgendwie so ein komisch krankes Audio-Zeugs haben will, was jetzt mit Hi-Fi nichts zu tun hat, sondern wenn ich jetzt was haben möchte, was in so eine Hi-Fi-Richtung geht, dann muss ich halt irgendwie in dem unteren Preisbereich ja irgendwie einen Hochtonbereich schaffen und das geht preislich sozusagen nur mit einer Kalotte. So, das verstehe ich. Wo ich dann anfange, irgendwie mich am Kopf zu kratzen, sind dann, wenn dann Lautsprecher, ich sag mal, anfangen fünfstellig zu werden und da sind dann immer noch Kalotten drin. Und wo ich dann denke, ja, aber das, auch die guten Kalotten, wenn ihr da mal ein bisschen Pegel drauf macht, ihr hört da mit 10% Clear, hört ihr eure Musik. Wo ist jetzt noch die Auflösung, die vermeintliche von der Kalotte und wo hört ihr eigentlich nur noch irgendwas, was euch im Hochtonbereich einfach nur noch anschreit? Ne, so, das ist halt so sind so meine Schmerzen. Aber ich verstehe durchaus, im unteren Preisbereich muss man das machen und nicht jeder steht auf Breitbänder. Auch das ist für mich, ne, völlig okay, weil das wäre ja sozusagen im unteren Preisbereich die einzige Möglichkeit, eine Kalotte loszuwerden. Oder wir reden dann über Konos-Hochtöner, die ja leider auch im Prinzip nicht mehr wirklich gibt. Ja, ich tue mich schwer. Ich tue mich schwer mit den Kalotten, aber ich erkenne halt auch an, es gibt ein paar gute Lautsprecher. Ich sage es mal, diese Audio-Note-Geschichten spielen sicherlich nicht verkehrt. Diese, wie heißen die, Devor, diese Orang-Utan-Geschichten, das spielt sicherlich nicht so verkehrt und so weiter. Gibt schon ein paar, die das irgendwie verbauen, aber. Ja, ich sitze immer davor und frage mich, höre ich jetzt Verzerrungen oder höre ich wirklich Musik? Also ich kann dich beruhigen, von vielen, vielen, vielen Clearschrieben von Kalotten, die wir so im Laufe der Jahre bei der Klang und Ton erstellt haben, es ist nicht so, dass Kalotten jetzt beliebige Verzerrungsgeneratoren sind. Vorausgesetzt, man setzt sie in Frequenzbereichen ein, für die sie gemacht sind. Dann geht das durchaus. Du kriegst nicht die, weiß ich nicht, 125 dB hin, die du mit einem Drucker mal Treiber und einem Horn Nee, hinkriegst. klar, das Klar. will ja auch keiner. Davon würde ich jetzt auch nicht reden. Also das, klar, aber ich sag mal, wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, 85 dB zu Hause hören will, dann ist schon ein Ticken lauter, aber das ist jetzt nicht Partylautstärke. Aber Ja, da aber sind wir doch schon, 85 dB, da sind wir doch schon, also jetzt auf 3 Meter Abstand, da sind wir doch schon mit Sicherheit im zweistelligen Clear-Bereich, oder nicht? nee, 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 nee. Also ein Hochtöner, der bei den Pegeln zweistellig im relevanten Frequenzbereich cleart, der wird sich auch nicht lange halten am Markt. Also ganz ehrlich nicht. Also das ist, was du ja möglicherweise hörst. Ja, jetzt mögen immer mal Kompressionseffekte sein, aber Verzerrungen glaube ich echt nur in echten Ausnahmefällen. Soll es ja geben. Es soll ja auch Lautsprecher geben, die tatsächlich konstruktiv nicht so gut funktioniert haben und die dann auch echt böse klirren, klar. Aber das würde ich für ziemlich selten halten. Okay. Und außerdem ist ja nun die Kalotte seit einer relativ großen Anzahl von Jahren dabei, eigentlich vom AMT abgelöst zu werden. Vom AMD. Genau, vom Air Motion Transformer. Seitdem du weißt, was ein AMT ist. Ich hatte jetzt, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du da, ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, dass sie vom Ringradiator abgelöst wird. Der Ringradiator, wie wir ihn heute kennen, ist ja auch nichts anderes als eine Kalotte, nur mit einem
die eine, die in der Mitte eingespannt ist. Also das löst ein paar Probleme, aber nicht viele. Und der wird ja in nennenswertem Stückzahlen eigentlich auch nur von einem Hersteller gebaut. Ganz Aber der gut, ja. AMT, ist ja nun eine Geschichte, die ganz anders funktioniert. Das ist ja nun eine gefaltete Wir reden Folie. über diesen Ziehharmonika-Sprecher, ne? Genau das. Ja. Und das hat es viele, viele Jahre lang sehr selten am Markt gegeben, weil da einfach noch ein Patent drauf lag, das irgendwann jetzt aber auch schon bestimmt, ich weiß nicht, 10 Jahre, 12 Jahre her ausgelaufen ist. Und seitdem gibt es unfassbare Mengen von AMDs am Markt. Die haben zumindest das, was du an einer Kalotte kritisierst, haben die lange nicht so. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne die nicht wirklich. Also das ist aber definitiv eine Geschichte, mit der ich mich auseinandersetzen möchte. Ich sage mal, dass das Problem ist halt, passen die sozusagen dynamisch dann zu einem Konus, ne? So schließen die da an. Also wo ich halt, als ich das gelesen habe, wie das funktioniert und mir so Konstruktionen angeguckt habe, da habe ich halt einfach immer die Angst, dass sich das ähnlich verhält wie ein Bändchen. Ne, das spielt für sich genommen ganz toll. Ich finde auch ein Bändchen besser als eine Kalotte. Aber passt das dynamisch dann zu dem Chassis, was da drunter anschließen muss? Das kann ich bei einem Air-Motion-Transformer nicht wirklich einschätzen. Ja, da ist genau der springende Punkt. Der Witz ist nur, dass beim AMT das Problem eher ein umgekehrtes ist wie beim Bändchen, weil die schallabstrahlende Fläche beim AMT in Relation zu der Frequenz ist gewaltig groß. Und deswegen hast du beim AMT eher das Problem, so ähnlich wie mit einem Horn, dass du den Tiefmitteltöner damit gnadenlos überfährst. Und Oh, da okay, wird das es ist ja ein interessant. positiver Effekt. Das kann man ja ändern. Ja, gar nicht einfach. Also einen AMT klanglich tatsächlich an so einen klassischen, ich sag mal jetzt irgendwie so ein 17er Tiefmittelton dran zu kriegen, ist keine einfache Aufgabe. Ja, aber ein 17er Tiefmitteltöner, der scheidet bei mir auch von Haus aus schon aus. Deswegen, das ist ja das Gute. Ich muss ja kein bisschen kommerziell sein. Ich kann ja auf meinem Kanal erzählen, was ich will. Ob das einer guckt oder 10, ist mir dann vom Prinzip auch egal. Und ich muss da keinen kommerziellen Ansprüchen gerecht werden. Ich kann ja sagen, 17er Tiefmitteltöner fasst den nicht an. Auch Ja, wenn auch das mal. natürlich das wichtigste Produkt überhaupt im Selbstbau ist, was mir auch bewusst ist. Aber ja. Naja, aber unter dem Aspekt wird das Leben doch unglaublich einfach. Das, was du, Ja, ja, ja. was du brauchst, ist eine gescheite 15 Zoll PA-Pappe, gerne eine alte, und Ja. irgendwie halt einen gescheiten Druckhammertreiber mit einem gut funktionierenden Horn darüber. Und damit ist die Welt in Ordnung, schlicht und Ja, genau. ergreifend. Also so einfach sehe ich das tatsächlich auch. Also das, nein, ich denke, hier, ich habe den kennst du vermutlich auch, mit Kai Spieker. Ja, klar. Und wir denken da gerade sozusagen zu zweit darüber nach, was man da für ein Projekt in so einer Richtung mit sozusagen dynamischer Pappe und Horn drüber, was man da irgendwie realisieren kann als Bauvorschlag mal für ein paar Leute mehr. Ja, wie gesagt, das Schöne ist halt, ich muss nicht kommerziell denken. Ne? Das muss, wenn das nur einem gefällt, reicht mir das schon. Ja, perfekt. Da hast du ja auch den richtigen für ausgesucht. Der Typ hat genau den richtigen Nagel für sowas im Zylinder. Absolut, absolut. Der ist super, ja. Auch die Oh. Kommentare, die er immer drunter schreibt, da muss ich schon immer sehr, sehr schmunzeln. Ne, Kai, schöne Grüße an der Stelle, ja. Überflüssig zu erwähnen, dass es selbstverständlich ein langjähriger Frickelfest-Teilnehmer ist. Ja. Ja, kennst du die kleine Altec von ihm? Ja, klar. Das ist auch so gnadenlos. Also, das ist, ja. Als ich die gesehen habe, da bin ich so vom Stuhl gefallen, habe gedacht, super. Der Kai hat, das ist so ein bisschen jetzt internes Zeugs. Der Kai hat eine Voice of the Theater, also A5 oder A7, wie immer man das Ding jetzt nennen will. Mit den Bezeichnungen weiß ich auch nie so richtig. Der hat im Prinzip eine Voice of the Theater genommen und die runterskaliert, dass die wohnraumfreundlich wird. Also, Voice of the Theater ist ja so zwei große Kühlschränke nebeneinander. Und er hatte drunter skaliert auf so eine Höhe von, ich sag's mal, 50 cm hoch und keine Ahnung, 40 cm breit. Roundabout jetzt geschätzt, aber jedenfalls ein Viertel der Größe sozusagen. E Extrem geiles Projekt. e
Also sie ist zwei Drittel vom Original. So hat er sie auch tatsächlich rechnerisch angelegt. Also das ist immer noch kein kleiner Lautsprecher. Ich bitte das nicht misszuverstehen. Also, ja, aber dafür hat die auch echt Eier. Also, und ja, das ist kein Spaß, das Ding. Ja. Ja, Holger, wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Das ist selbst für mein Format relativ lang. Auf der einen Seite möchte ich mich mal sehr bedanken, dass du jetzt hier als erster sozusagen, als erster Hi-Fi-Promi aufgeschlagen bist, um ein Interview mit mir zu führen. Auf der anderen Seite würde ich das unglaublich gerne mal an einer anderen Stelle fortsetzen, wo wir weniger über Holger Baske und dafür mehr über, wie baut man denn Lautsprecher im Idealfall. Das würde ich gerne nochmal an einem zweiten Termin mit dir in Angriff nehmen, wenn du dazu Lust hast. Ja, logisch, klar, gerne. Ja, Leute, dann, ne, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, war jetzt mal so der erste Testballon. Schreibt mal bitte in die Kommentare und so weiter, was ihr davon haltet. Besucht bitte Holgers Webseite, wenn ihr den Hi-Fi-Nagel im Kopf habt. Ihr findet nirgendwo mehr interessante Sachen als bei holgerbaske.com. Und ja, ne, mir hat es unglaublich Spaß gemacht und ich sage in dem Sinne, ne, bleibt mir gewogen und natürlich wie immer auch Glück auf.